Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Heute geht es weiter mit der Bonus-Story. Nachdem im letzten Part die Bonus-Episode von Team Charm zu Ende gegangen ist, mit einem sehr, ich denke mal für viele, überraschenden Fazit. Dann checke ich mal, was Belebersamen angeht, aus. So. Die Schwundsamen können weg. Warpsamen sind jetzt auch nicht. Das brauche ich im Moment auch nicht. Schlüssel kann man immer mitnehmen. Flinksamen passt auch. Belebersamen brauche ich auf keinen Fall. 6. Zinelbeeren auch nicht so viele. Und das nicht. Ja, das deponierst du bitte. Und habe ich irgendwelche Boxen? Nee, oder? Ja. im Markt? Nö. Hier? Auch nö. Dann nochmal Kohle einlagern. Hier ist niemand besonders, außer lasst unser Team Spar schlecht aussehen. Nächstes Mal werden wir triumphieren. Ja. Wer diese Bonus-Episode gesehen hat, das Team Spar steht hier einfach mal rum. Das war auch vorher schon ein paar Mal da. Auch wenn, ich weiß nicht warum, aber wenn man sie vorher angesprochen hat, das habe ich im Let's Play auch ein, zwei Mal, dann nennen sie sich einfach anders. Team Schlitzohr oder so ein Scheiß. Weil anscheinend soll man das nicht irgendwie schon wissen. Keine Ahnung, was die da bezwecken wollten. Auf jeden Fall ist es so. Das ist auch ein tolles Team. Jedenfalls ergibt die Zusammensetzung keinen Sinn. Also, ich muss Mission machen. Ich guck mal, ich will halt schon was, das ein paar Punkte bringt, machen. Vor allem, weil nicht mehr viel bis zum nächsten Rang fehlt. Hier, sowas! Drei Sterne. Jobliste. Das im Verwirrwald steht auch immer noch. Aber ich bin mir relativ sicher, das heißt Versteck von Mobile, sowas. Irgendwie bin ich mir relativ sicher, dass das ein Monsterraum ist, weshalb ich mir noch einen Orb einpacke. Kangama. Nehmen. Immer so hier. Ein bisschen viel immer noch. Belebersamen habe ich jetzt nicht so viele. Inzwischen hat sich einfach so viel angesammelt. Hier sogar noch hier. Eilorb und Astarorb. Zwei sogar mal. Ja, das nehme ich mit und gehe auf in die Salzwasserhöhle. Hui. Dann, sobald die Bonus-Story weitergeht, beginnt auf jeden Fall der beste Teil. Oh. Ich brauche ein Pokémon von Typ Psycho, das mitkommt. Und zwar Teammitglieder. Was hat hier Typ Psycho? Rachi, wo steht das Level? 32 reicht in der Salzwasserhöhle. Gut, das dürfte eigentlich ausreichen als Psycho-Pokémon. Ich meine, ja, die Pokémon in der Salzwasserhöhle sind ja schon sehr stark, aber
glaube, das ist auch so mit das Schwierigste an der Mission, dass man Psycho-Pokémon mitnehmen muss. Aber wenn man Jirachi schon... Ich will mal hier hinfahren. Das würde das Ding eh alles einsetzen, obwohl es das nicht soll. Du bist stark. Wow, okay, das Ding hat das echt getankt. Habe ich nicht mit gerechnet. Dann hätten wir hier einen Goldgummi. Weiter. Belebersamen? Natürlich nicht. Die Dinger hier tanken mehr als ich dachte, muss ich sagen. Oh, weil mir fällt gerade auf, dass ich mal wieder die Salzwasserhöhle verwechselt habe. Das ist immer noch der Hierarchie. Das ist immer noch der Dungeon vor dem verlorenen Land. Ich benutze einmal eine normale Attacke und dann hat das Ding eine Fähigkeit, die den Typen der Attacke, die ich nutze, resistiert. Ja, gut. Oh, da ist ein Bob. Der Bob ist geflohen. Ruckzucki One-Hit. Das kann ich ja auch. Wäre es eventuell möglich, mal die Treppe zu finden. Da ist sie, U3. Boah, solche Bereiche, die sind richtig toll. Ein Gastrodon, tot. Komm! Benutze ich eigentlich wieder Sturmsog. So, jetzt gibt es damit keine Probleme mehr. Oh mein Gott, ein Bob! Mann, jetzt ist die Box weg. Ich wollte die gerade aufheben. Treppe? Fragezeichen. Wenn dann hier oben. Das schaffst du ja wohl, Lord Ecke. Würde mich jedenfalls wundern, wenn nicht. Gut. Noch eine Ebene. Hier ist auch direkt. Zack, weg. Zack. Und weg. Und zack, weg. Ein bisschen Kohle einsacken, mal saven. Ich wusste es. Natürlich, was ist das für eine Ebene? Guckt auf die Karte! Ich glaube, die ist vorprogrammiert, nenne ich es mal. Ernsthaft? Das ist doch kein Bosskampf! Dann würde hier eine Bosskampfmusik spielen. Es gab nur was schon so Bonus-Episode, wo es einen Monsterraum, der als Bosskampf zählte. Nur eine. Ernsthaft? Das reicht! Ich muss nur das Mobile K.O. hauen! Tja, tschüss ihr Lappen! Die bilden einen Pfeil. War das ein Hinweis? Und 500 Anteil. Finster Aura. Oha. 400 Punkte. Mit der nächsten Mission, die ich auch noch machen muss, bevor die Bonus-Story weitergeht, denke ich jedenfalls mal, werde ich den Ultra-Rang erreichen. Oh yeah, passiert was. Aber ein, zwei Tage dauert es noch, bevor die Bonus-Story dann richtig weitergeht. Aber hier passiert die erste Szene. Klingt, als würde sich da ein Sturm zusammenbrauen. Es hat lang keinen Sturm mehr gegeben. Es ist bereits seit einer ganzen Weile ruhig.
Deswegen wäre es ganz erfrischend, einen Sturm zu sehen. Weißt du noch, unser großes Abenteuer, als wir die Zerstörung der Zeit aufgehalten haben? Nee! Es scheint so weit in der Vergangenheit zu liegen. Ja, fühlt sich so an. Mit Lodek in die Zukunft reisen, die Jäger beim Zeitturm bekämpfen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühlt es sich an, als läge das schon lang zurück. Jetzt, da die Zeit wieder normal fließt. Und da wieder Frieden in diese Welt eingekehrt ist. Und das erinnert mich an was. Da die Zeit wieder normal geht, kann sich jeder in der Glitzerquelle entwickeln. Außer uns natürlich. Uns wurde bei der Glitzerquelle gesagt, dass wir uns nicht entwickeln können. Ich erinnere mich noch genau. Warum kann ich mich nicht entwickeln? Du bist zu scheiße. Keiner mag dich. Keiner mag mich, aber das ist Mobbing! Ja, ich weiß. Deine Existenz hängt mit der Verzerrung des Raumes zusammen. Oder anders gesagt, wir wollen dich hier nicht. Verschwinde von hier. Ah ja, übrigens, das Pokémon hinter dir, das wollen wir hier auch nicht sehen. Was, Günther, auch? Gruppenmobbing! Es wurde uns auch erklärt, warum Lodecke und ich uns nicht entwickeln können. Weil uns keiner mag. Aber was heißt das überhaupt? Keiner mag uns? Ich bin beschränkt. Zeit läuft wieder normal, aber eventuell sind noch andere Dinge aus der Balance geraten. Ah, Blitze! Ich glaube, der Sturm kommt näher. Wir sollten versuchen, noch eine Runde zu schlafen. Nacht, Günther. So. Darkrai. Es scheint gut zu laufen. Die Verzerrung dieses Waldes im Raumgefüge selbst wird größer. Ah, ich Verzerrung von Raum und Dimension an sich. Wenn sie sich weiter ausdehnt, wird meine eigene Kraft verstärkt. Die Zeit konnte ich nicht zerstören, aber hier liegen die Dinge anders. Ah, da kommt jemand. Er ist Cresselia. Diese hartnäckige Plage. Ich darf nicht entdeckt werden. Niemals. Ja, jetzt kommt der Cresselia gar nicht aufs Stichwort. Es ist wieder entwischt. Zimmer war ich noch nie an ihm dran. Aber es kommt mir immer wieder. Es könnte schwierig oder vielleicht unmöglich sein, es zu fangen. Nein, ich kann nicht aufgeben. Es muss gefasst werden. Und diese extreme Verzerrung des Raumgefüges muss aufhören, bevor sie sich weiter beschleunigt. Bevor die Welt im Chaos versinkt. Ich muss tun, was nötig ist. Ich muss Darkrai aufhalten. Da bahnt sich was an, Leute. Ich denke, der Sturm ist vorübergezogen. Der Meer hat sich aufgeheitert. Lass uns weiter einen guten Erkundungstag hinlegen, Günther. Ja, hätte ich auch mal Bock drauf. So. Hier gucke ich mal nur kurz in den Shop rein. Brauche ich nichts. Dann gönne ich mir einfach noch eine Mission. Am besten eine leichte, die gerade reicht, damit ich hier noch meinen Rang aufsteige. Komm, die paar Pokédollar. Das ist ja nicht mehr als ein Taschengeld. Jetzt steht das. Wow, das ist Innovation. Endlich steht dieses Team nicht mehr hier unten rum. Jetzt stehen sie ein paar Meter weiter hier. Herzlichen Glückwunsch. Treibsandhöhle U9. Ja, mach ich. Außer hier ist noch was Cooleres. Das Nebulak habe ich keinen Bock drauf. So, irgendein Pokémon wird mich natürlich begleiten. Das ist eigentlich bei allen Sterne-Missionen in leichten Dungeons so, damit es ein bisschen Anspruch hat. Jedenfalls meistens, ich hatte auch schon in der Wüste irgendeinen Schwachsinn. Ach, Wingull, das ist die Schwierigkeit! Oh, Hierarchie ist ja auch noch da. Na, dann wird's noch ein bisschen leichter. Nein, geh von Wingull weg. Böse. Ja, komm mal mit. Nee. Ja, tschüss, Sandama. Tja, tut mir ja sehr schade. Moment. Meins Deutsch gut? Ich hoffe, den Satz gerade hat niemand gehört. Den habe ich gehört. Ah ja, was sagte ich? Ich hab grad nicht mehr im Kopf, meinst du, ist ja schade oder so?
Das ist mir sehr, das tut mir sehr schade. Das ist wirklich tolles Deutsch. Was ist dein gutes Deutsch? Ich höre keinen Fehler raus. Das tut mir sehr schade. Ist doch komplett richtig. Das tut mir sehr schade, dass das so beschränkt wird. Junge, bei uns rennen hier so viele Drecksviecher rum. Die sind nicht stark, die sind einfach nervig. Dann weiter. Hier ein bisschen Geld mitnehmen. Nochmal ein Vieh aus dem Weg. Wow, solche Orte sind wirklich... Die Pokémon hier sind auch sehr stark. Junge, die Dinger laufen... Boah, ich bekomme sicher hier noch ein Level ab. Von diesen zwei EP-Viechern. Alter, ich liebe solche Orte. Und zack. Und damit muss ich auf Ebene 9, wenn das weiter so geht, dass ich immer so eine halbe Stunde brauche, um die Treppe zu... Habe ich das Ding gerade mit einem Smash ge-One-Hitted, das Venkada? Die Dinger hier sind ja noch schwächer, als ich dachte. Ich gehe mal auf hier. Damit müsste ich eigentlich alles One-Hitten. Ich weiß, dass man hier in der Hauptstory schon war. Ja, übrigens, ich möchte nicht sagen, dass ich mal wieder so ziemlich der letzte Ort, an den ich hinkomme, der ist, wo die Treppe sich befindet, aber ist halt eigentlich schon so. So kann das noch dauern. Ah, ja, so soll das sein. Nicht so. Ja, Leute, Ecke macht es kurz kaputt. Da oben waren Sandama, das muss ich gleich noch bekennen. Boah, das ist wirklich toll. Ja, Bingo, wach auf. Ist wie gut. Du bist wirklich sehr schlau. So. Dann hierhin noch zwei. Okay, jetzt wird das in Anführungszeichen schwieriger, dass Wingull nicht angegriffen wird. Ja. Letzte Ebene. Es wäre schön, Stopperort zu finden, ja. Dein Ernst? Wingull läuft da einfach hin. Ich war jetzt ganz gechillt, aber nee. Das Ding... muss ja unbedingt dahin laufen. Ich meine, es gibt ja nichts Tolleres, als meine Belebersamen sich reinzustopfen. Mist. Wenn mir das jetzt nur 100 Erkundungsding-Rangpunkte gibt, dann schlag ich dieses Scheiß. Du gibst mir mindestens 100 mehr als 100, mir fehlen noch 105 oder so. Ein 400er Anteil? Ja! Also super Rang erstmal. 560 in Calcium. Und jetzt geht's weiter. Der Ort, an dem man im allerersten Part des Spiels war. Hoffentlich ist nicht dieselbe Stimme wie damals da. Ich glaube, die habe ich ein bisschen abgefuckt mit meinen 4-5 durchgängigen Pokémon-Wählen. Ist das ein Traum? Oh, da ist jemand hier. Oh nein, bitte nicht die Stimme vor Anfang des Spiels. Wer ist das? Ich bin Cresselia. Cresselia, deine bloße Existenz treibt diese Welt in den Ruin. Keiner mag dich. Die Welt in den Ruin? Wie soll ich das tun? Indem du in dieser Welt bist. Weil du hier existierst. Bleibst du bestehen, wird die Welt zerstört. Weil dein YouTube-Content so scheiße ist. Junge, sogar ApoRed ist besser. Ey, nee.
Ich verklag die Entwickler. Das war zu hart. Was war das? Lord Ecke schläft. Ich nehme an, das war ein Traum. Nee! Was für ein seltsamer noch dazu. Na, kann ich wohl nichts machen. Es ist noch nicht mal morgen. Ich lege mich nochmal schlafen. So. Alles Wetter ist halt wieder klasse. Das ist unser bestes Leben mal wieder. Weil machen wir ja sonst nie mal so ausnahmsweise. Ach, halt doch einfach deine Kackfresse. Gib mir was Gutes. Boah, halt's Maul. Den Tag will ich jetzt einfach nur rummachen. Moin, Leute. Ja, Bidiza, Motivation, Fragezeichen. Da immer noch diese Latten. Haut ab. Ich könnte mir jetzt irgendwie so eine kurze Kackenmission. Wenn ich keine kurz genug ist, finde, renne ich kurz durch die Strandhöhle. Hier kommen. Kristallstraße U8. Oh! Ernsthaft. Das ist jetzt ein bisschen arschig, oder? Ja, warte mal. Wenigstens habe ich ein Rihorn, das ich entwickeln kann. Ansonsten wäre das absolut nervig. Glitzerquelle. Ich sagte, keiner will dich hier haben. Na, vielleicht jemand anderes? Ja, ich kann... Vergesst die Mission. Ich kann Rihorn nicht entwickeln. Cool. Sehr... Ich mach's mir jetzt ganz schwer. Oh, warte. Mission im Nebelwald. Und dafür gibt's einen Apfel. Oh Mann. Ich weiß noch, dieser Dungeon. Der hat mich schon das ganze Spiel lang immer getriggert. Der ist so scheiße schwer, Junge. Was soll man hier machen? Die Gegner one-hitten einen doch. Die haben doch gefühlt Pfund. Gleich endet der Part hier auch. Ich komm ja auch nicht. Mein Ernst, dieser Dungeon ist doch scheiße. Das ist echt, als ob die Pfund hätten, nur dass sie keinen Pfund haben. Wir wissen ja, Pfund ist OP. Holen sie sich jetzt Pfund. Die Attacke, die sogar Grudon holen. Hä? Sag mal, ich bin gerade verwirrt. Der Dungeon hat mehr Ebenen als im Tutorial. Eine. Yay. Oh mein Gott, das war absolute Hardcore-Scheiße. Was sollte ich da nur tun? Und im nächsten Part kommt die nächste Sequenz. Bis dann und ciao.